Der ecuadorianische Verteidiger William Pacho ist seit seinem Wechsel vom Royal Antwerp zum Main für 9 Millionen Euro äußerst beeindruckend. Er hat sich schnell unter der Leitung von Trainer Dino Topmöller als unumstrittener Stammspieler etabliert. Und es gab keine Anzeichen von anfänglichen Problemen. Pachos Entwicklung überrascht sogar die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt. Laut der Zeitung Bild haben Topclubs in Europa bereits ein Auge auf ihn geworfen. Wenn er in diesem Tempo weitermacht, wird er wahrscheinlich trotz seiner Rolle als Nachfolger von Evan Ndicka nicht lange das Eintracht-Trikot tragen. Die Führung des Vereins in Frankfurt sieht darin kein Problem, da sie wissen, dass letztendlich der Preis diese Situationen entscheidet. Der Sportdirektor Markus Krösche hat diese Möglichkeit bereits in Betracht gezogen. Und laut Bild schätzt Eintracht Frankfurt eine mögliche Ablösesumme von etwa 40 Millionen Euro im Fall von Pacho. Auf den ersten Blick scheint dieser Betrag nicht übertrieben zu sein, insbesondere weil der 21-jährige Neuzugang gerade erst in Frankfurt angekommen ist. Wenn er weiterhin in dieser Saison herausragende Leistungen zeigt, könnte der geforderte Preis möglicherweise weiter nach oben korrigiert werden. Darüber hinaus gibt es in England einen besonders interessanten Markt für Pacho, das erforderliche Interesse für einen möglichen Transfer. Eintracht Frankfurt-Fans, geben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Jederzeit komme ich wieder und bringe weitere Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt.